So, meine frischen Freunde, EU, schön, dass ihr wieder da seid und wir sind bei Folge Nummer 2 von Astron hier. Ich bin, wie gesagt, übelst gehypt von dem Spiel. Ich finde es mega geil. Ja, was wir jetzt machen, ist, wir suchen einfach neue Ressourcen. Hier, keine Ahnung, mein Raumschiff will irgendwie Harz. Keine Ahnung, wo man das findet, wie man das findet. Hier gibt es keine Bäume, zumindest habe ich noch keine gefunden. Nur Gemisch. Und Gemisch ist halt ja Benzin. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen mehr ins Gelände. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Verbindungen. Die Verbindungen sind dafür da, dass wir unser Raumschiff sozusagen mit uns verbinden, dass wir immer Sauerstoff bekommen. Und auch, wenn die Sonne scheint, natürlich die Energie, die wir benötigen für unseren Laubsauger. X der Laubsauger, ja moin. Wir erweitern erstmal unseren Horizont, sage ich jetzt mal, und bauen einfach ein paar Verbindungen mitten in die Landschaft. So, gut. Hier noch eine Verbindung hin. Dann die nächste Verbindung machen wir einfach mal hier hin. Zack. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch eine. Wie geil. Oh, was ist da hinten? Hier ist so eine Art. Hier ist solche Art Pflanzen, hätte ich jetzt fast gesagt. Vielleicht finden wir hier was. Ich baue es mal ein bisschen ab. Organisch. Ah ja, organisch hatten wir jetzt noch nicht. Habe auch keine Ahnung, wofür wir organisch benötigen. Ja, wird schon einen Zweck haben. Kann man damit jetzt was im Rucksack herstellen? Das würde mich interessieren. Solarmodul kann ich herstellen mit Gemisch. Klar, wir haben ein bisschen Gemisch noch übrig. Lithium haben wir noch nicht gefunden. Hier Gemischverbindungen könnte ich natürlich jetzt noch mehr bauen. Organische Ressource. Titan für einen Tank. Kupfer, Generator. Also ich schätze mal, dass wir wirklich einfach suchen müssen noch. Suchen, suchen, suchen. Und dazu brauchen wir einfach noch ein paar Verbindungen. Zum Glück haben wir davon noch einige und die kann ich auch einfach mal willkürlich irgendwo hin platzieren. So, okay. Und so. Ah, oh, was kommt da hinten? Da hinten sind Berge. Das ist schon mal. Also so große Steine. Und was liegt denn da hinten? Da hinten ist ein Raumschiffteil. Wie geil. Okay, ich will auf jeden Fall zu diesem Raumschiffteil jetzt mal hingehen. Wie viele Verbindungen haben wir denn noch? Heftig. Hier sind mehrere Raumschiffteile. Hier wird wahrscheinlich ein Raumschiff abgestürzt sein, so wie das aussieht. Wow, was ist das Gelbe da hinten? Okay. Ich baue auf jeden Fall noch eine Verbindung erstmal mitten hier rein, so. Und dann bauen wir hier mal die Raumschiffteile ab. Vielleicht finden wir da was. Oh, ein Forschungsobjekt haben wir gefunden. Okay. Wir können leider die Forschungsobjekte noch nicht erforschen. Das ist halt. Was liegt denn hier alles rum? Sieht aus wie, als wäre das mal so ein Satellit gewesen, ja? Hätte ich jetzt so gesagt. Was ist das denn? Das ist ein Raumschiff, oder? Keine Energie gerade, schade. Aber sieht aus, als hätten wir ein abgestürztes Raumschiff oder einen Satelliten gefunden. Ist natürlich nice. So. Okay. Kann ich das Raumschiff jetzt irgendwie nehmen? Nee, ne? Nee. Aber hier kann ich abbauen. Aber ich glaube, das bringt nichts. Das Raumschiff ist tot. Schade. Aber hier ist bestimmt nochmal so ein Forschungsobjekt. Okay, ja, jetzt haben wir noch eins gefunden. Aber wir können leider damit noch nichts anfangen. Hier ist Gemisch. Was das hier ist natürlich, weiß ich nicht. Ich warte mal ganz kurz ein bisschen, damit die Energie sich mal ein bisschen auflädt. Wir haben noch ein paar Verbindungen, noch mehr Verbindungen. Okay. Heftig. Heftig, wie viele Verbindungen wir haben. Okay. Die Sonne ist wieder da. Finde ich nice. Wir bauen das mal ab. Was ist das denn? Ach, das ist Energie. Okay. Es gibt gelbe Felder, die spucken uns Energie aus. Nicht schlecht. Gut zu wissen. Nee. Du, hä? So, das wollte ich haben, genau. Hier hinten ist Gemisch. Was natürlich geil wäre, wenn es so eine Art Förderband gäbe, was das, was man aufsammelt, dann auch direkt zum Raumschiff schickt, dass man das, ja, dass man halt mehr Platz im Rucksack hat, sozusagen. Gibt es bestimmt auch später noch. Müssen wir wahrscheinlich bloß erforschen. Hier, wir brauchen noch ein bisschen Energie. Heiß.
So soll das sein. Okay. Wir haben auf jeden Fall sehr viel gemischt schon wieder am Start. Ich glaube, ich weiß nicht, wofür dieses Leuchtfeuer hier ist. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon eins, deswegen mache ich kein zweites. Solarmodul könnte ich jetzt noch herstellen. Bringt uns aber auch recht wenig, denke ich jetzt. Ich stelle trotzdem noch mal eins her, weil wir haben noch einen Slot frei. Vielleicht lädt es uns ja dann schneller auf, wenn es im Rucksack ist. Das kann natürlich sein. Man munkelt nur. Aber okay, wir testen es einfach mal. Ich baue hier mal ein bisschen wieder von dem Gemisch ab. Und dann beobachten wir mal die Energie, wie schnell sie sich auflädt. Ja doch, um einiges schneller auf jeden Fall. Ja. Nimmt halt einen Platz Inventar weg, aber geht auf wirklich viel schneller. Gut zu wissen. So. Ah, ich sehe aber auch gerade die Verbindung von unserem Raumschiff pumpt uns gerade noch ein bisschen auf. Ja. Vielleicht ist es auch deswegen so schnell. Vielleicht hilft das Solarmodul auch gar nichts. Müsste man testen. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Ja, so viel bringt es, glaube ich, gar nicht, das Solarmodul hier im Inventar. Oh, was ist das? Das Gelbe da hinten. Das will ich jetzt wissen. Da bauen wir uns eine Verbindung mal hin. So. Ich bin wahrscheinlich viel zu vorsichtig mit dem Thema Verbindungen. Aber ich meine, was man hat, was ist denn das? Lol, ein riesiges Raumschiff. Da werden wir auf jeden Fall als nächstes hingehen. Aber vorher gucke ich mir das hier an. Was ist das hier? Hallo? Ich möchte eigentlich keine Verbindung, aber okay. Dann setzen wir die einfach noch. So. Und hier noch eine, oder? Noch eine hin? Noch eine Verbindung? Ja, komm. Wir haben eh so viele davon. So, und dann bauen wir jetzt mal den gelben Stein hier ab. Das ist bestimmt nur Energie. Ja, wir haben Energie. Ach, Energie im Inventar haben wir jetzt. Okay. Aber wir haben so viel Gemisch. Was sollen wir denn mit dem ganzen Gemisch jetzt? Hilfe, was habe ich getan? Hä? Hier, ich habe Gemisch. Warum habe ich Gemisch rausgeworfen? Hä? Ich kann das Gemisch rausnehmen, merke ich gerade, und wahrscheinlich sogar ans Raumschiff ranwappen. Vielleicht hilft es uns was. Wir laufen mal zum Raumschiff schnell hinter. Wir sind eigentlich voll den Zickzackweg gelaufen, fällt mir gerade auf. Okay, kann man mal machen. So, hier sind ein paar Blümchen. Ich denke, daraus werden wir natürlich auch wieder dieses Organisch bekommen. Wer weiß, wofür wir das später mal brauchen. Also es ist echt am Anfang. Es gibt halt auch wirklich kein Tutorial von dem Spiel. Das verwundert mich so ein bisschen, wo dann erklärt wird, ja, das musst du machen, das kannst du machen. Die Möglichkeiten hast du in dem Spiel. Das fehlt mir ein bisschen, aber ist natürlich. Lol, was macht der denn? Macht sich selbstständig. Macht das Spiel natürlich auch noch interessanter, so dass man halt gezwungen ist, sag ich mal, das Spiel so zu erkunden, ja? Ich habe das Gemisch jetzt daran gepappt, aber es bringt uns einfach nichts. Okay, gut. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mal sehen, ob es funktioniert. Da ich jetzt wirklich keinen Platz mehr im Inventar habe, grabe ich mir jetzt einfach mal eine Grube. So, auf blöd. Und in diese Grube schmeiße ich jetzt alles rein, was ich nicht brauche, ja? So, wie zum Beispiel dieses Gemisch brauche ich nicht. Das Leuchtfeuer brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Dann kann ich mein Inventar nämlich auch ausleeren, in der Hoffnung, dass das Zeug auch da drin bleibt. So, okay. Weil dann können wir natürlich. Hier ist Energie. Heftig. Richtig gut. Ein zweites Solarmodul packe ich mal hier mit dran. So, jetzt ist der Rucksack wieder leer. Weil, sonst können wir ja gar nichts mehr aufsammeln. Das ist ja total dämlich. Ich hoffe, dass das Zeug da drin liegen bleibt. Und wenn es da liegen bleibt, war es eine gute Idee auf jeden Fall. Oh, shit, hier ist viel Gemisch. Das nehme ich mir gleich mal mit. Nice. Energie ist leer. Okay. Dann können wir ja wieder zurücklaufen. Das ganze Gemisch hier wieder reinbrettern. Ich überlege gerade, soll ich ein zweites Loch machen? Extra für Gemisch und so? Ich meine, schaden könnte es nicht, ne? Ja, komm, machen wir noch ein zweites. Machen wir einfach noch ein zweites Loch hier.
Okay, jetzt kann ich das, obwohl ich kann auch das Gemisch da drin lassen, wäre schlauer. Verbindungen will ich eigentlich mitnehmen, die brauche ich ja. Hier ist noch Gemisch, Energie. Hatten wir nicht noch was anderes? Dieses Solarfeuer oder wie das heißt? Leuchtfeuer? Komisch, das ist jetzt weg. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht taucht es wieder. Habe ich es im Inventar? Kann sein, oder? Verbindungen? Nee, ich habe aber noch mehr Gemisch. Und ich brauche Sauerstoff, merke ich gerade. Okay. So, dann schmeißen wir nochmal das ganze Gemisch hier rein. Ich glaube, es war echt eine ganz gute Idee. Das kann man dann. Ach, scheiße, jetzt habe ich es in den Falsch reingeworfen. Hashtag belastend. So, hier rüber mit dir. Ja. Ah, da ist der Schlawiner gelandet. Im Berg drin. Okay. Ja gut, ich finde es nicht mehr. Egal. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Kann ich Berge wieder hinbauen? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Wir bauen jetzt erstmal das restliche Gemisch hier drüben ab. So. Heftig, wie viel Gemisch hier rumflattert. Okay. Ich glaube, so viel Gemisch werden wir im ganzen Leben nicht brauchen. So. Wenn ich immer Escape drücke, um aus dem Menü rauszukommen. Mich würde es halt interessieren, was kann man mit dem Raumschiff noch machen? Hier dieser Arm. Der kann auch irgendwas. Hier zwei Solarmodule jetzt dran. Ich habe keine Ahnung, Leute. Hier ist noch mehr Gemisch. Richtig viel Gemisch hier. Aber das brauchen wir alles nicht. Ich will Harz. Was ist das denn? Harz. Lol, ich habe Harz gefunden. Ja, moin. Geil. Okay. Rätsel gelöst. Wir haben Harz. Und können wahrscheinlich jetzt am Raumschiff irgendwas dazu bauen, ändern, betanken. Werden wir gleich sehen. Erweitern steht hier. Okay. Was macht. Oh mein Gott. Was war das denn? Hallo? Hilfe. Ich bin gefangen. Hallo. Ja. Nice. Das war auf jeden Fall ein nice Move von dem Drucker. Wir haben jetzt einen Drucker gebaut. Wir haben den Drucker gebaut, aber der Drucker hat uns gefangen. Nice. Wir kommen nicht mehr raus. Was soll ich jetzt machen? Kann ich hier Fahrzeugbucht, Drucker? Ach nein. Das ist so eine Herstellungsplattform. Forschung? Ah, Forschung. Das brauchen wir als nächstes für die Forschungsobjekte. Aber das Problem ist jetzt, wir kommen hier nicht mehr raus. Was soll ich jetzt machen? Hallo? Kann ich den Drucker irgendwie zurückziehen? Hallo? Gemisch habe ich natürlich nicht dabei, ist sehr geil. Ich komme hier nicht mehr raus. Willst du mich trollen? Gefangen in der Maschine. So kann es laufen, Leute. Ihr wollt euch weiterentwickeln und dann fangt euch. Lol, was war das? Fängt euch die Maschine. Okay, wir sind rausgebackt. Das Spiel hat wohl gemerkt, dass wir eigentlich raus wollten und ja gut. Hat funktioniert. Wir können das Gemisch jetzt auf jeden Fall nehmen und hier in die Maschine rein platzieren, dass wir endlich mal unseren. Kann ich da noch mehr platzieren? Oh, ich kann da richtig viel rein platzieren. Das ist geil. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal das ganze Gemisch hier auf, weil wir davon eh so viel haben. So, das Forschungsobjekt möchte ich jetzt haben, damit wir endlich mal diese Teile erforschen können. Das ist mir ziemlich wichtig. Okay, zwei Energie haben wir gebraucht. Das. Wie. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Diese Erweiterungsplattform ist einmalig da. Und man kann halt aus dieser Erweiterungsplattform einfach verschiedene Sachen machen. Ich könnte jetzt hier wieder erweitern und könnte was anderes draus machen. Logisch. Aber das
ist dann halt einfach fest jetzt die Forschungseinheit, sage ich jetzt mal. Ja, moin. Okay. Wir haben es auf Forschungsobjekt jetzt reingezogen. So wie es aussieht, lädt... Ah, okay. Das Raumschiff belädt jetzt die Maschine mit Energie. Und wenn die Energie voll ist, können wir das Objekt erforschen. Das ist geil gemacht, Leute. Geil gemacht. Muss man ehrlich sagen, gut. Geiles Spiel. Verblüfft mich immer mehr. Sehr geil. Okay, mal gucken, was passiert, wenn die Maschine das jetzt, wenn die Maschine jetzt voll ist. Okay, wir können erforschen. La 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 la. Oh, die Energie ist leer. Und was kommt raus? Lol, Kistenglück oder so. Erforscht Filter. Okay. Wofür den Filter wir jetzt natürlich benutzen können, keine Ahnung. Aber der Filter ist auf jeden Fall jetzt hier drin und es wird Gemisch benötigt für den Filter. Jetzt müsste man halt wirklich wissen, wofür man den Filter gebrauchen kann. Aber ich glaube, das werden wir noch früh genug erfahren. Vorerst brauchen wir das nicht. Ich würde sagen, wir werden noch mal ganz kurz ein bisschen Harz hier holen. Und dann machen wir noch eine weitere Erweiterung. Harz, Harz, Harz. Nice, nice, nice. So viel Harz hier. Okay. Ich glaube, ich mache hier mal eine Verbindung hin. Okay. So, warum ist die Verbindung eigentlich jetzt hier tot? Hä? Mag er die Verbindung nicht, oder was? Was ist denn hier los? Also, so werde ich verbunden. Aber das Teil mag die... Ah, okay, das war zu weit weg anscheinend. Okay, hier noch? Hier geht's noch, okay. Okay, so geht's noch. Dann werde ich das hier jetzt noch hierhin platzieren. So, okay. Ja, jetzt können wir nämlich noch ein bisschen abbauen, ohne dass wir so viel Energie verlieren. Also echt schlau gemacht, das Spiel. Richtig geil. Heftig. Ich glaube, ich werde es öfters zocken jetzt noch in der nächsten Zeit. So, Harz ohne Ende. Harz 4 und das Raumschiff gehört dir. So, wir sind voll. Der Rucksack ist voll. Heftig. Diese doppelten, wie heißt Solarzellen, die wir hier drauf haben, die bringen ins Mega. Wir konnten jetzt abbauen ohne Verluste. Wir können jetzt hier noch eine Erweiterung machen. Werde ich auch machen. Okay. Hallo? Harz. Harz reinplatziert. Ey, jetzt sind wir wieder gefangen. Lol, ich dachte schon, ey. Ich muss mir merken, weiter wegzustehen, wenn ich da sowas mache. Kupfer brauchen wir dafür, Aluminium brauchen wir dafür, Schmelzer, Gemisch, okay. Forschung haben wir schon. Ein Drucker. Gut, wofür den Drucker benötigen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber wir haben halt nur Gemisch. Deswegen werde ich mir jetzt noch einen Schmelzer herstellen. Weil das kann ich herstellen. Wie gesagt, wir probieren es aus. Okay, das kann man nur machen, wenn es im Rucksack ist. Dann nehme ich mir nochmal ein Gemisch hier raus. Und wir bauen einen Schmelzer. So, damit kann man bestimmt irgendwie Aluminium einschmelzen, zu Brocken oder so. Keine Ahnung. Keine Energie. Wird aber mit Energie betankt. Aber nur, wenn die Sonne scheint. Okay, sonst müssen wir die Energie reinwerfen, so wie das aussieht. Ich probiere das mal. Kann ich das... Ah ja, okay, das wird... Ja. Ein Energiebolzen, also er reicht nicht ganz für eine ganze Ladung. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal mehr. Ich würde mal sagen, Leute, das Spiel ist mega spannend. Also ich finde es mega spannend. Mir bockt es mega. Wenn es euch auch so gefällt, dann wie gesagt, sagt mir Bescheid. Einen Daumen nach oben würde mich freuen. In den Kommentaren einfach mal irgendwas da lassen.
und schreibt euch rein, ob es euch juckt, das Spiel oder nicht. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge, beim nächsten Video. Dankeschön fürs Zugucken und schönen Tag wünsche ich euch noch. Haut da rein.